Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. So, wir haben irgendwann einen Schlüssel bekommen und gucken jetzt erstmal, wo der überall passen könnte. Wo könnte uns verschlossene Türen aufschließen? Mal sehen. Oh je, hier ist immer noch so ein... Die hier war zu, die ist jetzt auf. Aha, ich brauche den Schlüssel nicht mehr, daher kann ich ihn wegwerfen. Na gut, umso besser. Also nur für diese eine Tür. Und da ruft jemand an. Na gut, ich mach ganz kurz Pause. So, und da bin ich wieder. Oh je, ein neuer Raum. Und keine Musik. Und Ketten. Käfige? Ein Haufen kaputte Käfige. Sie sehen alle aus, als seien sie von innen aufgebrochen worden. Hardrock, Halleluja. Na wartet, ich hab Granaten. Was man so alles Schönes mit zwei Granaten anstellen kann. Mein Gott, scheiß Viecher. Bericht über bioorganische Waffen. Die bisherige Forschung zeigt, dass bei Verabreichung des Progenitor-Virus an lebende Organismen drastische Zelländerungen einen Systemzusammenbruch verursachen. Es wurde keine erfolgreiche Methode zur Steuerung der Organismen bei ihrem Einsatz als Waffen gefunden. Eine bessere Koordinierung auf Zellebene ist unerlässlich für weiteres Wachstum. Ich habe einige Experimente durchgeführt, um eine Lösung zu finden. Hier ist mein Bericht. Insekten. Da diese uralten Tiere seit Jahrtausenden genetisch stabil sind, zeigten sie auch nach Verabreichung des Progenitor-Virus nur explosives Wachstum und erhöhte Aggressivität. Es eignen sich wohl nicht als bioorganische Waffen. Amphibien. Bei einem Frosch führte der Virus verbesserte Sprungkraft und einen anormalen Zungenwachstum. Keine Veränderung in Bezug auf Intelligenz. Krankhafte Heißhunger ließ das Testobjekt willkürlich alle beweglichen Objekte angreifen. Nur begrenzt als biologische organische Waffe geeignet. Säugetiere? Kreuz mit Zellen-DNA von Affen wurde der Virus zu erhöhter Fruchtbarkeit. Die erzeugten Jungen sind sehr aggressiv und weisen höhere Intelligenz auf. Kleine Nebenwirkung: Verlust der Sehkraft. Dies wird aber durch ein besseres Gehör ausgeglichen. Auch sie eignen sich leider nicht als Waffen. Fortschritte sind scheinbar nur möglich, wenn Menschen als Basis benutzt werden. Und genau deswegen machen die es auch. Das eiserne Türgitter wurde herausgerissen. Wer das getan hat, muss unglaublich stark gewesen sein. Diese Dinger hier. Aha. Was ist das? Zahlenscheibe. Ah, und so fügt sich das Ganze wieder. Die können wir unten gebrauchen. Noch irgendetwas in diesem Raum? Nein, dann gehen wir wieder weg. Quietsch, quietsch. Und schicken die Zahlenscheibe zu Rebecca. Oh, Moment. Ah. Weiter geht's. Sorry. Das cutte ich am besten nicht raus. Mir egal. Kurze Frage, wo muss ich überhaupt hin? Da ist so eine Mordsmusik und dabei ist das Vieh da gar nicht drinnen, ne? Wie dem auch sei. Weiter geht's. Seit wann schluft denn da was rum? Ach so, natürlich, das waren diese. Aber ich hab die doch getötet mit Granaten. Egal. Ich schicke jetzt das Zahlending runter. Immer wieder hin und her schicken. Mein Gott. Eigentlich ziemlich billig. Immer derselbe Scheiß. Rip, rip, rip.
Müllschlucker aktiviert. Hallo. Und du bist auch noch da? Da bin ich froh drüber. Darin befindet sich etwas. Völlig überraschend, die Zahlenscheibe. Ja, mach zu. Dong. Und wo war das genau? Ah, okay, im Flur. Hier geht aber viel ab. Da muss ich wieder zu dem unangenehmen Zombie, aber mit einer Pistole kann ich ihn nicht fertig machen. Da muss ich dem eher ausweichen. Was mir nicht gelingt. Ja, das steht auch im Weg, hey. Das finde ich so realitätsnah. Wir können in aller Ruhe den Code eingeben, obwohl der Zombie hinter uns ist. Kombination gebe ich ein, ja. Okay. Ich weiß den Code. 48. Sechs, drei. Ich bin gut, oder? Mein Gott, diese laute Musik geht mir auf die Nerven. Keine Entspannung hier. Now this is more like it. Billy here. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Wait there, I'm coming. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Echt? Wahnsinn. Was ist das? Das ist ein Hebel. Ja, natürlich. Ist mir jetzt nicht geläufig, da ich mir das noch gar nicht eingeprägt habe, was hier überhaupt los ist. Hier liegt mal wieder was. Verband. Pistolenmunition. Ausgangsspule. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Lass mich überlegen. Aha. Treppe hoch. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal die Leiter hoch. Treppe gibt's hier nicht. Ich klettere hoch. Tu das, Mädchen. Ui. Ist jede Menge Scheiß. Farbband. Napalm. Und eine Flasche. Hä? Enorm. Jetzt verstehe ich das. Jetzt bin ich hier. Extrem. Gut, dann kann ich sie auch wieder vereinen. Billy muss nur noch mal eben zurückkommen. Tja. Oh, wir haben genug Platz. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war's dann allerdings mit dem Platz. Tja, jede Menge Erste-Hilfe-Sprays bleiben auf der Strecke. Moment mal, wo muss ich? Da durch die Tür und da und da und da. Gut, drei Türen hintereinander. Da freuen wir uns doch. Tür Nummer 1.
Tür Nummer 2. Moment mal. Jetzt muss ich mal was nachgucken. Egal. Ich gehe einfach mal. Damit die beiden Süßen sich endlich wiedersehen können. Hier liegt so viel Zeug rum. Was ist das alles? Erste Hilfe. Pistolenmunition interessiert mich nicht. Grünes Kraut und Verband, naja, so sei es halt. Das ist die Kirche. Jetzt? Schauen wir mal nach. Da oben können wir uns hochziehen. Das werden wir tun. Wir klettern die Leiter herunter. Ist jetzt gut. Da können wir uns hochziehen. Genau, das tun wir. So langsam könnte es mal wieder Neuigkeiten geben, weil irgendwie wird's langweilig gerade. Und Billy ist wieder allein. Allein, allein. Die kann ich gebrauchen. Aha. Tür wurde aufgeschlossen. Oh, ich wollte doch gar nicht durchgehen. Mann, was machst du? Wo sind wir denn? Ja, schön, freut mich. Und wie geht das jetzt? Egal. Leute, ich muss ja eh noch was zusammenschneiden. Deswegen bis zum nächsten Part. Ciao.